Willkommen zurück zu Let's Play XCOM auf klassisch im Iron Man Modus. Wir haben einen Ratseinsatz vor uns namens Menetekel. Könnte nicht komischer klingen. Das heißt so viel wie drohendes Unheil. Und genau vor diesem drohenden Unheil habe ich riesen Schiss. Der Rat untersucht merkwürdige Berichte über einen Versuch, einen nicht autorisierten französischen Militärkonvoi zu kidnappen. Obwohl die angeblichen Entführer Menschen waren, besagen unsere Geheimdienstinformationen, dass auch Aliens in der Gegend waren. Wenn das stimmt, wirft das einige Fragen über die Fracht auf, die dort transportiert wurde. Wir brauchen einen Trupp, der sich die Sache ansieht. Die Einsatzzentrale bekommt gleich unseren kompletten Bericht. Wenn wir diesen Einsatz schaffen, bekommen wir einen Wissenschaftler, einen Ingenieur und 150 Dollar. Oder 150 Credits, vielmehr. Und wir müssen diesen Einsatz schaffen, weil... Ich will es einfach probieren. Ich könnte ihn ignorieren, ne? Aber gleichzeitig ist dieser Einsatz so eine Nebenquest-Reihe, die eröffnet wird, die ich auch noch nie vervollständigt habe. Und ich muss es einfach probieren, ich kann nicht widerstehen. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Das wird unser erster Einsatz mit 5 Einheiten. Und ich glaube... Genau, ich wollte es einfach mal riskieren. Unserem Scharfschützen, nee, nicht zu individualisieren, sondern ihm ein Zielfernrohr zu geben, eine Scope, womit er 10 plus Zielsicherheit bekommt. Und ich habe eine Idee, wie ich das hier machen will. Ich habe eine grundsätzliche Idee. Und ich hoffe, es klappt. Ey, ich habe so eine Angst davor. Dass ich mit mir jetzt der Boden aufgewischt wird. Also diese Mission ist entweder packen wir es richtig oder wir verlieren alle, die ihr hier seht, oder zumindest den Großteil davon. Und ich muss aber diese Leute nehmen. Ich habe überlegt, einen Neuling mitzunehmen als Fünften und Mau Mau als Reserve zu lassen. Weil wenn ich beide Unterstützungssoldaten verliere, wäre das echt beschissen. Aber es hilft nichts. Auch erfahrene Soldaten, die ein bisschen schießen können und auch treffen. Sonst haben wir ein Problem. Strike One, bereit machen zur Landung. Puh. Auf nach Frankreich. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Operation Fliegender Vater. Diese Namen der Operation sind immer so lustig. Gehen wir rein. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Ziel wurde aktualisiert. Puh. Oh ja, jetzt wird's lustig. Moving to position. Das ist einer dieser Missionen, wo die Map immer dieselbe ist und auch die Gegner, je nach Schwierigkeitsgrad, immer dieselben sind. Rücke aus. Daher weiß ich ungefähr, wann uns wo Gegner erwarten. Sonst würde ich hier nicht so cool in der Gegend rumherlaufen. Und ich hoffe, meine Strategie, die ich mir gerade hier zurechtlege, wird funktionieren. Und ich habe ein ordentliches Problem. So, Mau Mau muss zu Ungemach aufs Dach, der Rest wird hier unten bleiben. Damit mein Plan funktioniert. Ich hoffe, das wird was, ey. Ich glaube, ich würde dich lieber ein bisschen weg von dem Fenster haben. Geh mal dahin. Mama, du begleitest ihn. Rücke aus. Jetzt setz dich mal in die Häuserecke. Und ich hatte mich mal hier mit Maike mal unterhalten. Die hat gesagt, ich soll vor diesem Einsatz lieber ordentlich essen, trinken und gut ausgeschlafen sein. Und ich habe diesen Rat befolgt. Target confirmed. On our way. Und wir gucken mal, wie es läuft. So, Dexter.
Du gehst mal dahin. Und Frau Nightfall geht dahin. So, ich hoffe, dass mein Plan funktioniert, denn wir haben ja... Wir haben ja unseren Scharfschützen ungemacht mit seiner neuen Truppsichtfähigkeit. Die es ihm ermöglicht, alles zu sehen, was meine anderen Leute sehen, solange ihm nicht die Sicht versperrt. Ich gehe mal noch einen Schritt vor mit ihm. Mau Mau direkt hinter ihm. Bin dran. Und bei euch ist alles klar, ne? Ja. Dann beende ich nochmal die Runde. Ich hasse diese Mission. Wenn ich jetzt die Türen aufmache, beziehungsweise die Tore, kommen die Gegner. Und ich hoffe, dass sie... Hier ist nämlich gleich noch ein Gebäude, dass sie aufs Dach springen, wenn sie mich sehen. Und das Ungemach... die dann wegsnipern kann. Zumindest einen schon mal. Ich glaube, ich werde mit Frau Nightfall dieses Tor öffnen. Und die Scheiße beginnt. X-ray spotted. Zwei dünne Männer. Die ersten. Komm schon, geh aufs Dach. Warum? Warum geht ihr nicht aufs Dach? Okay, da kann der Scharfschütze jetzt gar nichts machen, weil er sie nicht sieht. Aber hier hinten ist auch noch einer. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Okay, ich werde jetzt drastisch sein. Und die Schredder-Rakete von Frau Nightfall benutzen. Das dürfte die beiden killen. Zwei tote, dünne Männer sind super. Oh, yes! Hell yeah! Sehr gut, sehr gut. Und wir haben den anderen sogar jetzt doch schon im Sicht. Dann müsste eigentlich unser Sniper ihn auch sehen. Tut er aber nicht. Ist ein bisschen komisch. Ich werde mal Maike auf Feldposten stellen. Und auch den Rest. Wir haben zwei dünne Männer gekillt von drei oder vier, die uns hier erstmal erwarten. Und dabei keinen Schaden genommen. Das ist sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich eine gute Truppe hier bekommen habe. Ich habe einen Sniper mit Truppsicht. Ich habe einen Heavy Pro Nightfall mit zwei Raketen. Normalerweise habe ich diesen Ratsinsatz immer fast schon als ersten Ratsinsatz bekommen und da hat man noch nicht solche Truppen. Da hat man noch nicht solche Fähigkeiten an Leuten. Und dann ist das viel schwieriger. So. Er sieht ihn immer noch nicht, das gibt's gar nicht. Aber Dexter sieht ihn, hat eine 81%ige Trefferchance. Oh, Nightfall 74. Oh, man merkt, wie geil die Leute sind, die wir hier haben. Und ich probiere es mal mit Dexter. Feuer frei. Ah, wie nur zwei Schaden gemacht. Komm schon, bleib auf dem Dach, bleib auf dem Dach. Er ist auf dem Dach geblieben. Warum sieht er ihn nicht? Ah, das gibt's gar nicht, ey. Okay, dann muss ich jetzt was Riskantes machen. Und mit Herrn Ungemacht müssen wir weiter vorrücken. Er sieht ihn immer noch nicht. Was mache ich jetzt? Ich werde Mau Mau wegstellen und unseren Sniper schützen. Ich kann das nicht riskieren, dass der jetzt weggeschossen wird. Der dürfte jetzt auch nicht mehr treffbar sein mit dem Rauch und dem Runterdrücken. Nee, er hat eine. Doch, er hat nur eine Verteidigung von 60, also er ist noch treffbar. So, Dexter hat schon. Aber ihr hattet auch ein ganz gutes Ziel, ne? Ja, jetzt nicht mehr, jetzt wo der auf volle Deckung ist, der Penner. Ach, scheiße. Das bedeutet, alle... Wir müssen ihn mal zwingen, näher ranzugehen. Wir werden uns jetzt mal seiner Sicht entziehen. Verdammt, er sieht ja Dexter noch. Das ist extrem beschissen. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Dexter feuern. Und ich hoffe, er bewegt sich ein bisschen. Ja, danke. Aber vielleicht doch nicht danke. Oh, er hat Dexter nicht getroffen. Wunderbar. Ja, mein Freund, jetzt bist du leider tot. Denn ich könnte dein Cover wegspringen. Ich kann aber auch mal gucken, ob er Ungemacht dich jetzt sieht. Nee, so tut er nicht. Nicht wirklich. Jetzt sieht er dich wahrscheinlich. Ja, aber jetzt kann er auch nichts mehr machen. Bestätige. Nicht so toll.
Also wir haben einen sicheren Kill mit Maike. Wir können ein bisschen unser Glück probieren. 41%. Nice! Oh, geil. Die erste schwere Stelle. Ohne einen Kratzer geschafft. Super, Leute. Bestätige. Wie gesagt, die Gegner kommen hier nicht zufällig oder so. Die sind festgelegt, wo die sind. Und daher dürften wir eigentlich keine Probleme haben. Unterwegs. Bitte deck niemanden auf, bitte deck niemanden auf. Maike. Ne, nicht Maike. Die habe ich beim letzten Mal schon verwechselt. Mau Mau. Geht mal dahin. Wir rücken langsam vor. Hier müsste noch einer sein, mindestens. Mindestens einer. Aye, aye, Commander. Und ich versuche mal leicht vorzurücken, ohne jemanden aufzudecken. Solid copy. Dexter, lad mal nach. Den Rest auf Feldposten wird aber nichts bringen, weil jetzt eh keiner uns für die Flinte läuft erstmal. So, ich muss den Scharfschützen jetzt näher ranbringen. Ich mach mich los. Sehr schön, perfekte Position. Von da aus müsstest du alles sehen, was sich hier gleich bewegt. Feldposten, verstanden. So. Position confirmed. Und auch Maike gesellt sich dazu. Und Mau Mau lasse ich mal als Unterstützer noch hier oben. Verstanden, sichere ab. Dexter bleibt auch erstmal stehen. Läuft gut bisher. Keiner verletzt worden. Diese erste Stelle mit den drei Leuten hier, mit den drei dünnen Männern, ist schon so eine kritische Stelle. So, Dexter, du musst den Gegner jetzt aufwecken. Und du tust das mal. Oh ne, er hat ihn noch nicht aufgedeckt. Interessant. Es bleibt spannend. Nehmen wir mal Frau Nightfall, die hat ja eine Schutzweste. Da ist er. Und er geht ganz weit in Deckung. Das gefällt mir gar nicht. Und Nightfall, wie sind deine Trefferchancen? 34. Lass ich dich da stehen und dich bücken. Entdecken gehen. Oh, er hat ihn im Visier. Nice. Und passt mal auf, Leute. 80%ige Trefferchance. Obwohl der Typ in voller Deckung ist. Das liegt daran, weil wir so eine krasse Zielsicherheit haben. Dann noch das Zielfernrohr. Und dann noch, dass wir auf dem Dach sitzen. Und dann noch der kleine Orden, der noch so ein bisschen Punkte gut macht. Das ist so krass. Und wir probieren mal den Kopfschuss. Das muss jetzt einfach. Komm schon, Junge. Komm schon. 80%. Boom. Yeah. Ich freue mich gerade vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine starke Truppe bei dieser Mission zu haben, ist ein geiles Gefühl. Ist ein richtig geiles Gefühl. Okay, eigentlich müsste jetzt hier alles sicher sein. Mama. Begib dich zu den anderen. Also die Mission zu schaffen wäre ultra wichtig, weil nicht nur wird die Panik in dem einen Land runtergesetzt. In Frankreich, um genau zu sehen. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Ja, hier liegen so ein paar Zivilistenleichen. Und die wurden anscheinend erschossen. Okay. Sehr gute Arbeit, Herr Ungemach. Runterkommen und nachladen. Fertig und bereit. Und wir begeben uns langsam Richtung Zielperson, denn da hinten ist noch ein Überlebender. Das kann ich schon mal verraten. Und Nightfall. Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Neues Ziel erhalten. Boah, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt, weil das Spiel sich ein bisschen aufgehangen hat. Das passiert bei XCOM manchmal, ist aber nicht schlimm, weil es meist direkt weiterläuft nach einem kurzen Hicker. Aber wenn man aufnimmt, dann ist das so viel, wie es aussieht.
Die Sensoren empfangen noch immer Lebenszeichen in diesem Gebiet, Commander. Neues Ziel erhalten. Yep, genau da ist es gerade gecrashed. In Bewegung. Aber ist nicht so wild. So, Maike. Will ich dich auf dem Dach? Ja. Target confirmed. On our way. Ja, wir haben jetzt die Aufgabe, die lebende Person da zu bergen, weil die könnte ja was darüber wissen, okay, was hier passiert ist. Und Herr Ungemach nochmal am Dach. Das Spiel alles ist gerade ein wenig abgeschissen. Und die Musik sagt schon wieder alles. Irgendwo läuft jemand umher. Ein kleiner Alien-Penner. Ich überlege, wann ich ihn triggern möchte, weil ich weiß, dass er hier hinten sitzt. Und sobald ich eine bestimmte Entfernung zurücklege, wird er sichtbar und sieht uns natürlich auch dann. Unseren Scharfschützen wollen wir natürlich wieder auf dem Dach haben. Und nee, ich warte noch eine Runde. Das ist jetzt so ein bisschen ganz vorsichtig sein, weil... Commander, dort drüben gibt es einen Überlebenden. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist, wenn wir ihn bergen und befragen können. Ich sag euch, Bradford ist so nervig in der Mission, weil er einen so zutextet. Das jedes Mal aufs Neue und das lässt sich hier auch nicht abstellen. So. Geh mal da hoch. Ja, aber ich weiß, ich bewege mich hier gerade ultra langsam. Aber bei dieser Mission ist das wirklich nicht unberechtigt. Ich sehe noch nicht, ich weiß nicht, ob ich noch weitergehen will mit ihm. Mau Mau, will ich jetzt schon hier rübergehen? Wenn ich hier hingehe, dann sehe ich das Vieh. Nee, eigentlich will ich das noch nicht. Ah, sehr gut. Jetzt sehe ich schon mal, dass hier ein Truck steht. Da versteckt er sich meistens. Den könnte unser Scharfschütze sogar sehen, wenn er sich da versteckt. Mau Mau ein Stück vorrücken und dann noch eine Runde beenden. In der nächsten Runde tackeln wir den Typen. Damit hätten wir schon mal die erste Welle besiegt. Von drei Wellen oder so. Auf geht's. Vorwärts. Oh, wir sehen ihn noch nicht. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich mit unserem Scharfschützen fortbewegen möchte. Aber ich mach's einfach mal und hab Glück. Jetzt kann ja sogar Maike gleich vorstürmen und vom Dach mit ihrer Schrotflinte ihm Saurus geben. Und sie hat sogar noch ihre Granate, weil Dexter von den einen Typen in Deckung getroffen hat. Apropos Dexter. Sergeant Bloodwork. Melden Sie sich zur Stelle. Aber nicht zu weit laufen, bitte. Und ich warte noch eine Runde. Ah, jetzt tackle ich ihn wirklich. Ich hätte gedacht, ich decke ihn jetzt schon auf. Wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, sollten wir uns zu dem Überlebenden durchschlagen. Ja, du sagst was, Junge. Werde ich gar nicht drauf kommen. Okay, jetzt aber. Komm, Maike, los geht's. Da sitzt er, der Pisser. Und er geht auf den... Ne, schade. Das wäre es jetzt echt gewesen. 63. Unser Sniper sieht ihn nicht. Das ist nicht so pralle. Will ich ihn vorholen? Die Rakete von Ron Nightfall will ich, glaube ich, noch nicht benutzen. Wirklich nicht. Aber hier ist auch nirgendwo so richtig volles Cover, volle Deckung. Ich könnte Run and Gun mit Maike machen, aber da komme ich nicht nah genug ran. Oh, bitte stirb mir nicht, Mädchen. Ich werde mich mit ihr in Deckung begeben. Und Herr Ungemach geht auf Feldposten. Steckt ihr. So, Frau Nightfall, wir müssen das jetzt langsam machen. Und das ranschleichen. Mau Mau. Du genauso. Und alle Deckung.
Obwohl Dexter kann ruhig hier an die Wand, da dürfte er auch nicht gesehen werden, oder? Moving. Genau, ist ja sein erster Zug. Auch noch in Deckung. Der Typ musste aus seiner Deckung rauskommen. Und er kommt raus. Nee, tut er nicht. Er wird auf Mike schießen. Nee, auf meinem Scharfschützen. Du Pisser, ey! Boah, mehr ein Glück gehabt. Er wäre quasi tot gewesen. Jetzt dafür hat er jetzt aber einen Schuss. Und darf sich rächen. Komm. Gib's dem Pisser. Boom! Boah, ey. Okay, Maike. Nee, wer hat das Medikit Dexter? Mr. Sergeant Bloodwork. Aufs Dach. Und zwar ASAP. Sofort. Du hast sogar drei Medikits. Okay. Langsam auf die Zielperson zu bewegen. Nicht zu schnell, weil sobald wir ihn haben, kommen wieder neue Gegner. Position bestätigt. Das spoilere ich jetzt eiskalt. Maike geht's wunderbar. Die kann da, glaube ich, sogar stehen bleiben. Ich werde sie mal dahin stellen. Maumo, kannst eigentlich auch schon mal in Richtung Dach gehen wieder. Okay. Frau Nightfall, langsam Kontakt aufnehmen. Commander, da drüben gibt es einen Überlebenden. Vielleicht unsere einzige Chance, Licht ins Dunkel zu bringen. Was du nicht sagst, Junge. Und das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Also mein Nervenkostüm wird hier langsam etwas strapaziert, um es harmlos auszudrücken. So, wo will ich dich denn eigentlich haben, Mr. Scharfschütze? Geh schon mal dahin und lad mal nach. Und du heilst ihn mal. Hätte der einen kritischen Treffer gemacht, ey. Wir hätten keinen Scharfschützen mehr. Boah, erst. Und das wäre nicht gut, gerade nachdem wir so einen starken Scharfschützen jetzt am Anfang haben, den wir so aufgebaut haben. So, Mauma, hoch mit dir wieder. Wir brauchen ein paar Leute auf dem Dach. Und ja, Maike bleibt da stehen. Frau Nightfall bleibt da auch erstmal stehen. Hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht wieder ab. Da drüben gibt es einen Überlebenden. Vielleicht unsere einzige Chance, Licht ins Dunkel zu bringen. Stürzt nämlich immer ab, nachdem Bradford redet. Scharfschütze ist in Position, Sniper ist in Position. Gehe in Position. Bringen wir mal Maumau noch in Position. Es sind alle in Position. Eine Runde warte ich noch. Damit alle auf Feldposten gehen können. Okay, Frau Neifer, mach Kontakt. Ihr könnt mich genauso gut hier zurücklassen. Von hier erfahrt ihr nichts. Er ist wohl der einzige Überlebende dieses Gefechts. Und nach unserer Einschätzung gehörte er zu den Angreifern. Wir müssen ihn mitnehmen, ob er will oder nicht. Wir haben ein neues Ziel. Genau, wir dürfen jetzt nämlich wieder zum Anfang zurück. Und ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Ich würde ja gerne mit Frau Nightfall in Deckung gehen. Aber eine volle Deckung sieht gerade nicht gut aus, denn ich will sie auch zum Angreifen haben. So, Herr Überlebender, es wäre schön, wenn du nicht verrecken würdest. Das wäre sehr schön. Weil dann ist der Einsatz nämlich auch gescheitert. Und der Spaß beginnt. Commander, wir orten neue Kontakte, die sich in das Einsatzgebiet bewegen. Der dürfte tot sein. Hoffentlich. Ja, ein... Boah, boom! Der eine ist schon mal tot. So, Frau Neipor, möchtest du den anderen? 74%, du hast zwei Chancen zu treffen. Schaffst es aber gleich bei der ersten. Super. So, Maike. Ganz wichtig, wenn hier hinten kommt, glaube ich, auch noch einer, soweit ich weiß. Und wir bewegen uns mal vor mit unserer... Das hier ist erst der Anfang. Das ist nur eine Frage der... mit unserer unfreiwilligen Geisel. Roger,
I've got my eyes. Commander. Auf Feldposten. Vorsicht da draußen. Feindkräfte in Bewegung. Dürfte tot sein. Gibt's gar nicht, ehrlich. Unser Scharfschütze ist anderer Meinung. 1A. 1A, Leute. Das läuft sehr gut. Hier hinten müsste aber auch noch einer kommen. Das ist in meiner Erinnerung so stark verankert. Wenn wir mal die Chance nutzen, mit allen nachzuladen. Bleibst da mal sitzen. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Naja, laber mal. Und einfach bildet die Sturmfront. Sie ist ja auch der Anführer der Mission. Das erkennt ihr übrigens immer daran. Nee, ist sie gar nicht. Bloodwork ist der neue Anführer. Das erkennt ihr mal an diesem kleinen Stern hier unten. Der Soldat mit dem höchsten Rang wird immer quasi als Truppenführer bestimmt. Und das hat später noch ein paar kleinere Auswirkungen. Vor kurzem war das noch von Nightfall, jetzt nicht mehr. So, und wir müssen mit unserem unfreiwilligen Begleiter hier vorrücken, weil erst dann kommen die Aliens und wollen ihn erschießen. Und ich gehe mal hier hin. Und hoffe, das reicht, um die nächsten Aliens anzulocken. Strike One, wir orten feindliche Kontakte, die auf ihre Position vorrücken. Hallo, kleiner Sektoid. Sieht dich etwa keiner? Und da ist er. Oh, ihn sehen sie, gut. Komm schon, Scharfschützenboy. Komm schon, Ungemach. Ah, unser Scharfschütze ist schon was. Der hat Mike gerade so ein bisschen den Arsch gerettet. Ich meine, sie hätte in ihrer Runde nochmal eine Chance gehabt. Aber so ist auch sehr, sehr nice. Okay, Maike, geh rein unten. Da hinten bist du jetzt nicht mehr so nützlich. Aber dass wir die beiden nicht sehen hier, die da gerade gedroppt sind, das finde ich ein bisschen krass. Finde ich gar nicht gut. War die auf Feld? Was wollt ihr damit beweisen? Und ich hoffe, die schießen jetzt hier nicht auf unsere Geisel. Das wäre nicht so toll. Frau Nightfall hält eigentlich einen Treffer aus. Ich gehe mit ihr mal auf Feldposten. Vielleicht sieht ja Mau Mau jemanden. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich meine, das Risiko war da jetzt. Ganz ruhig, Mau Mau. Alles ist okay. Dafür hat Herr Ungemach jetzt wieder einen Schuss. Noch jemand? Ja, Mau Mau selber, aber dann wäre sie nicht mehr in Deckung. Und daher nehmen wir den 100% Schuss. Tschüss, Mr. Sektoid. Ich liebe Truppsicht, habe ich das schon mal gesagt? So, Mau Mau, jetzt kannst du aber mal verschwinden. Du bist da extrem gefährdet, oder? Naja, du kommst aber auch nicht so wirklich weg. Will ich dich heilen mit Dexter? Eigentlich kann dir nichts passieren, oder? Doch, du kannst von dem dünnen Mann getötet werden mit einem Schuss jetzt. Alles nicht so toll. Gehen wir mal da runter. Position bestätigt. Und hoffen, dass er uns da nicht sieht. Heading to that location. Und mit Sergeant Bloodwork gehen wir auch runter. Und benutzen unser zweites Medikit. Ihr seht, warum die nützlich sind. Wer hätte das gedacht? Easy now, Soldier. Wir haben jetzt noch einen dünnen Mann, der da oben schon gleich angerannt kommt. Oder wartet er auf Feldposten? Er wartet auf Feldposten, der Penner. War zu erwarten. Aye, aye, Commander. Ah, den holen wir uns. Stück für Stück. Es ist zwar gefährlich, jetzt vor Nightfall davor zu schicken, aber irgendwie müssen wir vorgehen. Momo ist wieder fit. Sergeant Bloodwork genauso. Ist immer blöd, wenn die Gegner einen Feldposten fallen stellen, aber so viele Varianten hat man da nicht.
wie man reagieren kann. Gehe auf Feldposten. Bis jetzt noch nicht. Wenn Maike noch ein bisschen stärker wird, was ich hoffe, dann sieht die ganze Geschichte schon mal ein bisschen anders aus. Let's do this. Dann bekommt sie nämlich eine Fähigkeit, Feldpostenschüssen auszuweichen, jeweils immer den ersten pro Runde. Da ist er. Oh mein Gott. Bitte treff ihn, sonst ist Frau Nightfall geflankt. Flankiert. Das gibt's doch nicht, Junge! Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Habe ich noch irgendwen auf Feldposten? Sag mir das vorne, dass ich irgendwen auf Feldposten habe. Wenn du sie jetzt tötest, ey. Nee, er hat Bloodwork angegriffen. Gut. Momo, du hast die Chance. Komm schon. Ah, das war nix. Lass mal gucken, ob ich auch eine sichere Chance habe. Nee, habe ich nicht. Noch nicht. Aber jetzt müsste die Chance gut sein, oder? Herr Ungemach, 80% nur. Okay, Frau Nightfall, das musst du selber machen. Position confirmed. Durfte ja nur der eine auf dem Dach sein. Gib's ihm. Gib ihm Saures. Okay. Dich, ey, wirklich alle hier einmal nahe dem Tod sind. Sergeant Bloodwork heilt sich mal selber. Mal wieder. Und wird zusammen mit Herr Ungemacht sicherlich für ein, zwei Tage, für drei, vier Tage ausfallen, weil sie beide relativ stark verletzt gewesen sind an einem Punkt. Maike macht das, was sie am besten kann und stürmt nach vorne. Alles läuft gut, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Verstanden, Commander. Wir werden daher jetzt alles nach vorne bringen, was wir haben. Und es durften auch genau noch keine neuen Gegner kommen, denn wie gesagt, erst wenn wir die zu rettende Person nach vorne bringen, kommen neue Gegner. Alles wieder im grünen Bereich. Aber Nightfall positioniert sich mal ganz cool hier. Dann hier müsste einer gleich runterkommen. Und auch Maike gebe ich die Chance, einen Kill zu machen. Und ich würde schon gerne, dass sie die nächste Stufe erreicht und Sergeant wird. Und Mama kommt mit nach vorn gestürmt. Ich lasse mir lieber richtig Zeit. Und wenn ich jetzt ein, zwei Runden zu viel warte, ist mir so egal. Mir so egal, aber ich denke mal, ich habe genug gewartet. Oh, ich bin so froh, ey. Die Angst ist erstmal weg, die große. Allem Anschein nach schicken die Aliens Verstärkung, Commander. Oh shit. Da unten, damit habe ich nicht gerechnet. Nur da unten? Okay, Frau Nightfall, du darfst mal wieder. Komm schon, holen dir. Ah, das gibt's nicht. Maike? Ich glaube, ich habe einen Kill für dich. Sturm und Schuss ihn an die Wand. Oh, er ist auf Overwatch. Was? Alter! Holy fuck! Ach du Scheiße. Maike ist quasi gerade im Tod von der Schippe gesprungen und wird auch für ein paar Tage krank sein. Holy fuck. Okay, Sniper. Gib mal deinen Arsch. Hier. Verstanden, Commander. Dexter, hoch mit dir. Okay. Mau Mau, das gleiche. Du bleibst da. Oh, Maike, ey. Das war gerade gefährlich. Field, Commander. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Und das, obwohl ich so vorsichtig teilweise war. Okay, Maike holen wir erstmal hier raus, glaube ich. Oder bringen sie ganz weit weg in Sicherheit, aber... Ist auch so eine Sache. Wenn ich sie jetzt durch den Nebel laufen lasse, wäre sie vergiftet und würde automatisch in der nächsten Runde sterben.
Daher, du bleibst einfach mal da stehen. Und gehst in Deckung. So, jetzt müsste der aber hier oben runterkommen. Wenn nicht, werde ich irre, ey. Der da unten hat mich total überrascht. Und überlegt mal, wie die Mission ist, wenn man nicht weiß, wo die Gegner kommen. Aber ich habe sie oft genug verkackt, um es zu wissen. Ich warte lieber noch eine Runde. Ja, weil das ist es mir wert. Jetzt ist auch der Giftnebel hier weg. Ist er weg? Ja, er ist weg. Maike, hau ab da. Okay. In der nächsten Runde können wir mit der Zielperson ins Ziel stürmen. Vorher wird aber noch ein Gegner kommen. Oder zwei. Den wir jetzt pulverisieren werden. Feindkräfte im Anrücken, Commander. Ja, auf den habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich glaube, Frau Nightwolf hat den letzten Kill abgegriffen. Ich glaube, das war's. Raus hier. Ja, aus mir bekommt er trotzdem nichts heraus. Ausgezeichnet, Commander. Unser Freund hier ist zwar noch nicht sehr kooperativ, aber ein Gespräch mit Dr. Warnen dürfte seine Zunge lockern. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und ohne einen Soldaten zu verlieren. Ich bin so glücklich gerade. Sowohl unser Scharfschütze Ungemach als auch unser Unterstützungssoldat Mau Mau, unser Stromsoldat Maike, wir hätten beinahe ins Gras gebissen. Das war verdammt knapp. Oh fuck, Alter. Ich glaube, beim nächsten Einsatz werden ein paar Neulinge zum Einsatz kommen. Maike ist für 11 Tage schwer verwundet. Sergeant Bloodwork ist für 6 Tage verwundet. Und unser Scharfschützungemach für ganze 9 Tage. Und auch Mau Mau ist für 5 Tage verwundet. Nur Frau Nightfall wurde nicht verwundet und kann innerhalb der nächsten 5-6 Tage verwendet werden. Dafür haben wir eine Menge Beförderung erhalten. Erstmal Sergeant Bloodwork hier. Wir haben die Wahl zwischen Wiederbelebung und Deckungsfeuer. Es kann passieren, das habt ihr noch nicht gesehen, aber wenn ein Soldat tödlich getroffen wird, gibt es eine kleine Chance, dass er nicht sofort tot ist, sondern 3 Runden lang ausblutet. Wenn das passiert und man hat einen Sanitäter dabei, kann man mit einem Medikit diesen Soldaten wiederbeleben. Das nennt sich Stabilisieren. Und mit dieser Fähigkeit würde man ihn nicht nur stabilisieren, das heißt, er würde nach erfolgreichem Einsatz in die Krankenstation kommen und weiterleben, sondern er würde direkt in der Mission wieder ein paar Lebenspunkte erhalten und wäre wieder benutzbar. Und wir haben Deckungsfeuer. Ist so ein bisschen... Ja, damit kann man auf den Gegner schießen, ihn niederhalten und bekommt einen freien Schuss auf ihn, wenn er sich bewegt. Verringert seine Treffsicherheit und so weiter. Das ist manchmal gut, wenn Gegner in voller Deckung sind und man sie einfach nicht trifft, dann kann man sie wenigstens ein bisschen behindern. Aber ich will mal einen vollen Sanitäter haben hier und daher gehe ich auf Wiederbelebung. Frau Nightfall. Panzerbrechende Munition oder Blitzreaktion. Blitzreaktion erlaubt bei Feldposten 2 Schüsse, sobald der erste trifft. Dann macht sie noch einen Feldpostenschuss. Ist aber halt sehr so eine Sache, weil Feldposten mal minus 20 Treffsicherheit hat. Und der erste muss treffen, damit der zweite auch wirklich passiert. Was viel wichtiger ist, ist Panzerbrechende Munition. Denn es gibt später Gegner, Robotergegner, die unglaublich viel Lebensenergie haben und die unglaublich tödlich sind. Und die man so schnell wie möglich töten muss, bevor sie wirklich zum Angriff kommen. Und da brauchten wir panzerbrechende Munition. Gibt uns 50% mehr Schaden gegen Roboter. Vor der Erweiterung für Enemy Within war das 100% mehr Schaden. Das wurde genervt. Ist der schöne Fachbegriff dafür. Und dadurch wird das Spiel auch um einiges schwieriger. Aber wir brauchen die panzerbrechende Munition. Oh. Maike, du bist zwar 11 Tage verwundet und bist beinahe von einem verfuckten dünnen Mann an die Wand geschossen worden, aber du hast den Sergeant-Rang erreicht.
Und hast den Spitznamen Sheriff bekommen, lustigerweise. Also wenn jemand noch Spitznamenwünsche hat, die nicht das Spiel oder mit den Spielspitznamen nicht einverstanden ist, einfach sagen, ansonsten denke ich mir vielleicht was aus für die einzelnen Leute. Je nachdem, wie es sich so im Spiel verhält. Blitzschnelle Reflexe, das wollte ich haben. Der erste gegnerische Reflexstoß jede Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Wenn jetzt zum Beispiel so ein dünner Mann da ist und er ist auf Feldposten und ich renne mit Mike vor und ich weiß nicht, dass er auf Feldposten ist, aber er schießt dann auf sie, dann trifft er auf keinen Fall. Das ist so unglaublich wichtig und gerade für Stromsoldaten, die immer an der Front unterwegs sind, so unglaublich wichtig. Nah und persönlich. Der erste Standardschuss im Umkreis von 4 Feldern um das Ziel kostet keinen Zug. Nicht mit Sturm und Schuss kombinierbar. Kann nützlich sein, wenn man in der Nähe der Gegner steht und der Zug gerade beginnt. Das passiert aber so selten. Blitzschnelle Reflexe ist um einiges flexibler. So, und auch unser Scharfschütze ist aufgestiegen. Der hat jetzt schon 10 Kills. Wir haben die Wahl zwischen echt guter Boden, gibt 10% mehr Zielsicherheit und Verteidigung, wenn man auf höherem Gelände steht als Gegner. Oder Revolver hält. Aber ich glaube, ich mache ihn zu einem puren Dachscharfschützen. Das Ding ist aber, es gibt auch Missionen, wo es keine Dächer gibt. Nee, ich gebe ihm Revolver hält. Weil er hat schon so verdammt gute Zielsicherheit, er braucht echt guter Boden eigentlich nicht. Ja, ich gebe ihm Revolver halt. Dann bekommt er nämlich, egal wie viel Schaden er mit der Pistole macht, nochmal 2 Schaden obendrauf. Das macht ihn unglaublich flexibel und auch im Nahkampf sehr effektiv. Gerade wenn wir später Laserpistolen bekommen und sowas. Und wir haben eine neue Ehrenmedaille freigeschalten. Eine Ehrenmedaille des Rats und ein Stadtkampfabzeichen. Boah, das wäre heftig. 12 dünne Männer und ein Sektoid, ey. Wir können jetzt Labore bauen und wir bekommen die Belohnung. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Boah, Leute, ey. Das war so wichtig, dass wir das geschafft haben. So, wie sieht's denn aus? Ratsbericht in 23 Tagen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Weil es so gut läuft, werde ich jetzt mal nicht ganz so viel in meine Truppe stecken, sondern lieber in ein Satellitenkontrollzentrum investieren. Dann können wir mehr Satelliten in den Himmel schießen. Ganz wichtig. Da werden wir mal ausheben. Und ich glaube, ich verkaufe mal ein bisschen was auf dem Schwarzmarkt. Wir haben doch bestimmt genug Leichen. Boah. Ah, das brauchen wir alles noch hier. Ein bisschen was verkaufen. So, wie sieht denn die Forschung aus? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Satelliten kosten jetzt $72. Wir haben tatsächlich 2 Satelliten auf Lager. Das ist sehr gut. Aber das reicht nicht. Reicht das? Reicht das nicht? Boah, es ist scheiße. Wir haben hier 2 Länder eines Kontinents auf hoher Panik. Hier 2 Länder eines Kontinents. Europa ist komplett panisch. Also wir sollten versuchen, Europa zu retten jetzt hier. Gleichzeitig müsste ich aber auch Afrika irgendwann mit Satelliten versorgen. Weil es da 30% mehr Bezahlung gibt, wenn man den ganzen Kontinent mit Satelliten versorgt. Ich guck mal kurz in die Offiziersschule. Gute Besserung. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Das wäre extrem nützlich. Das ist wieder die Willenskraftgeschichte. Das auch. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Will ich das jetzt schon kaufen? Das wäre unglaublich nützlich. Oder will ich lieber was bauen, was uns was bringt? Brauche ich einen Aufzug? Oh, wir brauchen bald schon mehr ein Kraftwerk, ey. Allerdings, wenn ich hier ein Dampfkraftwerk hinstelle, was relativ teuer ist, dann haben wir genug Energie für die Hälfte des Spiels. Ah, shit. Ja, ich brauche den Aufzug. Wir müssen tiefer, die Basis tiefer bauen. Wir brauchen mehr Platz. Das kostet aber auch verdammt viel Geld wieder. Guck nochmal in die Offiziersschule. Ah, reicht nicht ganz. Wir werden es mal riskieren, den nächsten Einsatz mit Neulingen zu machen. Wird hoffentlich kein ultraschwerer Einsatz, wenn ich habe, kriege ich die Krise. Und scannen einfach mal. Ihr wollt mich verarschen, oder? Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Okay, wir gehen schon mal nicht nach Kanada.
Das Ding ist, ich brauche dringend Wissenschaftler. Und wenn ich jetzt Russland nicht mache, wird Russland 100 Pro in rote Panik verfallen. Aber in Russland gibt es nur einen Rekruten, einen schweren Soldaten. Das ist gut, aber ich brauche ich erstmal eigentlich noch nicht, weil all meine Soldaten am Leben sind. Wir werden nach Brasilien gehen und wir werden Neulinge mitnehmen. Das wird schwierig werden. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber ich glaube, ich gehe nach Brasilien. Und da werden ein paar neue Leute von euch zum Einsatz kommen. Was mir auch ein bisschen Sorgen macht, weil die neuen Leute halt noch nicht viel können. Ja, wir gehen nach Brasilien. Kanada wird auch panisch werden. Aber wir haben zwei Satelliten, um das abzufangen. Kurz vor Monatsende. Wir dürfen nicht vergessen, die hochzuschießen, sonst mache ich wieder denselben Fehler. Kaufe ich noch was? Ja, noch eine Weste auf jeden Fall. Und noch ein einen Aufsatz für bessere Zielsicherheit. Weil wir brauchen auch unbedingt mehr Forschungsleute. Deswegen lohnt es sich auch nach Brasilien zu gehen. Dann ist die Forschung für Laserwaffen viel schneller. Mindestens 5 Tage weniger oder so. Puh, okay. Ich werde mal gucken, wen ich für diesen Einsatz rekrutiere. Und freut euch schon auf die nächste Runde, wenn alle außer Frau Nightfall im Krankenhaus sind. Und sie zusammen mit 4 Rekruten in diesen Einsatz gehen wird. Das wird sehr spannend werden. Ich habe nicht so eine Angst davor, das gefällt mir nicht, weil vermutlich ich dann unvorsichtig werde. Aber das wird auf jeden Fall sehr spannend. Seht uns beim nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM auf Klassisch. Bis dann.